Hallo, mein Name ist Stefan. Ich darf euch herzlich begrüßen zur Videoserie Crash Course Latex. Wie der Name schon sagt, erhebt diese Videoserie keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Wir vom Institut haben lediglich eine Auswahl an Inhalten zusammengestellt, von denen wir uns erhoffen, dass sie euch einen möglichst leichten Einstieg in LaTeX verschaffen. Hier seht ihr die Gliederung der Videoserie. Ihr werdet sie größtenteils anhand der YouTube-Playliste nachvollziehen können. Beginnen wir nun gleich. Zuerst möchte ich ganz im Sinne der Hochschuldidaktik etwas zu den Lernzielen sagen. Wir möchten, dass ihr ein Grundverständnis für die Arbeit mit LaTeX entwickelt. Ihr sollt den Aufbau einfacher Dokumente verstehen und nachvollziehen können. Ihr sollt zudem die Fähigkeit erlangen, eigene Dokumente zu erstellen, insbesondere mit der LaTeX-Vorlage, die wir vom Institut euch zur Verfügung stellen. Wir erhoffen uns, dass durch die Vorgabe von LaTeX eure Seminar- und Abschlussarbeiten allen formalen Kriterien wissenschaftlicher Arbeiten genügen. Nicht zuletzt sollt ihr aber auch in der Lage sein, eigene Lösungsstrategien bei Problemen mit LaTeX zu entwickeln. Was ist nun eigentlich LaTeX? LaTeX ist keine Programmiersprache, sondern eine Auszeichnungssprache. Das bekannteste Beispiel für Auszeichnungssprachen ist sicherlich das World Wide Web mit der verwendeten Sprache HTML, also Hypertext Markup Language. Genau genommen handelt es sich bei LaTeX um ein Softwarepaket zur erleichterten Benutzung des Textsatzsystems TeX. Dieses basiert auf modularisierten Makropaketen. Unter einem Makro versteht man dabei einen Bezeichner, hinter dem sich eine bestimmte Abfolge an Anweisungen verbirgt. LaTeX ist zudem frei verfügbar auf allen gängigen Betriebssystemen. Um die Unterschiede zum wohl bekanntesten Textsatzprogramm Word aufzuzeigen, habe ich hier mal nebeneinander die Formatvorlagen für Word links und für LaTeX rechts für das Journal of Information Processing and Management aufgemacht. Bei Programmen wie Word links kommt das sogenannte What you see is what you get Prinzip zum Einsatz. Es handelt sich dabei um eine Echtzeitdarstellung bzw. eine Echtbilddarstellung. Das Dokument wird dabei während des Bearbeitungsprozesses am Bildschirm so angezeigt, wie der spätere Ausdruck aussieht. Word besitzt eine vielschichtige Benutzeroberfläche. Formatierungen funktionieren über Markierungen und das Klicken in Kontextmenüs. LaTeX verfolgt hingegen das Prinzip What you see is what you mean. Innerhalb des Textes stehen textuelle Befehle, also Makros bzw. eine Abfolge von Befehlen, um innerhalb des Textes anders zu formatierende Passagen zu kennzeichnen. Das heißt, zum Erzeugen des letztendlichen Dokumentes muss das LaTeX-System den Quellcode verarbeiten bzw. kompilieren. Für die Desktop-Entwicklung existieren viele verschiedene integrierte Entwicklungsumgebungen. Ich habe hier als Beispiel mal TechStudio geöffnet. Innerhalb dieser Entwicklungsumgebung kann der Text geschrieben werden und das letztendliche Dokument erzeugt werden. Auch uns ist bewusst, dass für eine effiziente Verwendung von LaTeX eine längere Einarbeitungszeit als bei Word erforderlich sein wird. Umso früher wir jedoch die Verwendung von LaTeX verpflichtend machen innerhalb Ihres Studiums, umso höher ist die Chance, dass sich der Aufwand am Ende Ihres Studiums auszahlt und Sie auch in der Lage sind, wunderschöne Bewerbungen zu schreiben, die Sie von Ihren Konkurrenten abheben werden. Das Erzeugen schöner Dokumente ist allerdings nicht der einzige Grund für die Verwendung von LaTeX. Trotz möglicherweise geringer Kenntnisse von LaTeX können wir durch die Vorgabe einer Formatvorgabe das letztendliche Layout Ihrer Abschluss- bzw. Seminararbeit zu großen Teilen vorgeben bzw. vorbestimmen. Die Arbeit mit LaTeX legt zudem den Fokus auf das Wesentliche, und zwar den Inhalt des Textes.
Es sensibilisiert sie für verschiedene Textelemente und gewährleistet eine einheitliche Darstellung der Dokumentelemente auf verschiedenen Betriebssystemen. Dies ist zudem ein häufig auftretendes Problem, wenn ein Word-Dokument in verschiedenen Programmversionen bearbeitet wird. LaTeX erleichtert die Automatisierung redundanter Aufgaben. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Erstellung großer Dokumente in Word oder umfangreicher PowerPoint-Präsentationen das jeweilige Office-Programm an seine Grenzen bringen kann. Lästiges Probedrucken wie bei Word entfällt zudem. Kommen wir nun zu der bereits erwähnten Formatvorlage. Sie finden auf der CDH-Seite eine Weiterleitung zu einem Pilotprojekt für das kollaborative Arbeiten mit ShareLaTeX. Der Name ShareLaTeX ist dabei leicht veraltet. Inzwischen nennt sich die Website Overleaf. Sie können aber auch direkt dem Link in der Präsentation folgen. Sie sollten auf diese Seite weitergeleitet werden. Klicken Sie auf den grünen Button. Geben Sie Ihre ZIH-Benutzerdaten ein. Sollten Sie noch kein Konto besitzen, wird umgehend eines für Sie erstellt. Sie finden nun zentral eine Auflistung aller Ihrer aktiven Projekte. Nach Angaben der Webseite werden inaktive Accounts und Projekte nach 90 Tagen gelöscht. Diese Erfahrung habe ich bisher nicht gemacht, wie Sie hier in meiner Projektliste sehen können. Unter New Project können Sie die vom Institut zur Verfügung gestellte Formatvorlage hochladen und ein neues Projekt dafür erstellen. Ändern Sie am besten sofort den Titel des Projektes. Also, was sehen wir nun hier? Auf der linken Seite seht ihr den Projekt Explorer. Dieser enthält alle Dateien und Ordner, die zum Projekt gehören. Hier ist bereits ein Bilderordner angelegt. Der enthält das gleiche Bild einmal im PDF und einmal im PNG-Format. Wenn ihr dann in eurer Seminar- bzw. Abschlussarbeit das Bild nicht mehr benötigt, könnt ihr einfach mit rechts draufklicken und das Bild entfernen. Wie ihr seht, kann zumindest mein Browser nicht für alle Dateien eine Vorschau erstellen. Für die Bilder oder PDFs funktioniert das nicht, für Bilder eigentlich ganz gut. Hier sind ansonsten weitere Schnipsel, die zum Techcode eures Projektes gehören. In der Main-Datei werden alle Dateien zusammengefasst. Eine letzte, einzigartige Datei ist das Literaturverzeichnis. Das zeichnet sich durch die Dateiendung .bib aus. Das Ganze muss nicht Literaturverzeichnis heißen. Der Name ist völlig beliebig. In der Mitte des Browserfensters seht ihr den Editor. Hier schreibt ihr euren LaTeX-Code und eure Seminararbeit oder Abschlussarbeit. Und auf der ganz rechten Seite seht ihr eine Vorschau der PDF-Datei, die nach der Kompilierung eures Quellcodes entsteht. Ihr könnt die Datei runterladen. In meinem Browser könnt ihr es auch anzeigen lassen, ihr könnt es aber auch einfach runterladen. Wenn ihr das gesamte Projekt, also alle Dateien, die dazugehört, runterladen möchtet, dann klickt hier auf Menü und dann auf Source. Ihr findet hier im Menü auch die Sprache für den Spellcheck, also die Rechtschreibunterstützung innerhalb des Editors. Solltet ihr mal eine englische Arbeit verfassen, vielleicht eure Masterarbeit, dann wäre hier der Ort, wo ihr das einstellen könnt. Des Weiteren könnt ihr ein paar Einstellungen am Editor vornehmen. Sollte euch die Schriftgröße zu klein sein, könnt ihr hier Anpassungen vornehmen. Ihr könnt auch Keybindings vergeben. Genau. Das ist so im Großen und Ganzen das Menü. Eine weitere schöne Sache ist, dass Sie das Projekt mit all Ihren Freunden teilen können.
oder mit den Gruppenmitgliedern in ja, ihrer Seminargruppe. Und wenn Sie das getan haben, können Sie hier auf Review klicken und unter Track Changes festlegen, für wen innerhalb des Projektes alle Änderungen aufgezeichnet werden sollen. Und wenn Sie dann irgendwas ändern, können Sie das sehr, sehr schön und schnell nachverfolgen. Und dann können Sie entscheiden, ob Sie das Ganze annehmen oder eben ablehnen. Sie können auch Kommentare hinzufügen. Die dann Ihre Projektpartner lesen und bearbeiten und gegebenenfalls Probleme lösen können. Einer kooperativen und auch effizienten Zusammenarbeit mit LaTeX an unserem Institut steht also im Grunde nichts im Wege. Sie können hier genauso mit großen Gruppen an einem Dokument gleichzeitig arbeiten. Die Änderungen werden eigentlich ja, im Sekundentakt aktualisiert und synchronisiert zwischen den Teilnehmern.